Mein Name ist Afo Abudi Joël Francis. Ich komme aus Kamerun. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin bei Spitzke seit 2 Jahren und ich mache eine Ausbildung als Fachkraft für Metalltechnik. Also in meiner Ausbildung muss man mindestens 16 Jahre alt sein. Man muss einen Hauptschulabschluss, handwerkliches Geschick und mathematische Grundkenntnisse mitbringen. Darüber hinaus muss man auch als Eigenschaften Flexibilität mitbringen, weil man muss nicht nur am Werktage arbeiten, sondern auch am Wochenende. Man muss auch Sorgfalt, weil diese Arbeit benötigt nicht nur Konzentration, sondern auch Präzision. Und man kann auch eine kleine Portion sozusagen starke Wille dazu mitbringen. Also, meine Ausbildung dauert 2 Jahre. Und es ist eine duale Berufsausbildung, also das heißt Theorie und Praxis. Und in Berufsschule machen wir die Theorie, so in Blockunterrichte. Kann 1 Woche oder 2 Wochen dauern, kommt darauf an. Und Praxis machen wir im Betrieb, also es ist immer so wechselreich. Man kann 1 Monat in Betrieb sein und dann 1 Woche oder 2 Wochen in Berufsschule sein. Oder im Ansatz draußen in Baustelle. Als ich hier gekommen bin, habe ich mit einem Studium angefangen, Romanistik und Germanistik. Aber ich habe sehr schnell bemerkt, dass Deutschland noch im Aufbau ist und braucht technische Kompetenz. Und dann habe ich mich über die duale Ausbildung gekündigt und habe bemerkt, okay, also eine duale Ausbildung wäre die beste Möglichkeit, wenn man danach schnell eine Arbeitsstelle kriegen will. Und deswegen habe ich mich für eine Ausbildung so entschieden. Also ich habe mich natürlich im Internet gekündigt, aber ich habe niemanden mehr in Spitzke. Aber ich habe bemerkt, dass Spitzke der Wirtschaftsraum von Bahninfrastruktur, also in Deutschland sozusagen herrscht. Also und auch international sind sie. Und ich habe mich da so entschieden, weil also da eine Ausbildung zu machen, sichert man auch, wenn man nicht in Spitzke danach arbeitet, sozusagen irgendwo anders, eine Arbeitsstelle. Und Spitzke zeigt auch, dass sie die Beste sind mit ihrer Arbeit. Man sieht das zum Beispiel vor 3 Jahren, sie wurden von DB zum Beispiel als Lieferant des Jahres so ausgezeichnet. Und ja, es gab da viele Argumente, damit ich für Spitzke einfach so mich entschieden. So, es gibt viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel eine Fortsetzung der Ausbildung machen, indem man sich als Experten entwickelt, im Bereich zum Beispiel Zerspannung, Mechaniker. Oder man kann die zusätzliche Qualifizierung für Fachkraft im Fahrbetrieb, aber muss man da mindestens 19 Jahre alt sein. Man kann auch einen Industriemeister machen, um irgendwann eine Führungsposition zu kriegen. Man kann auch ein Sauerstudium machen als Weiterbildung, zum Beispiel in Produktionstechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen oder Bauingenieurwesen, auch bei Spitzke oder Elektrotechnik. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Für eine Person, die sich für eine Ausbildung bei Spitzke interessiert, kann ich sagen, die ganzen Bedingungen sind schon gesammelt. Er muss eine große Motivation und immer 100% bei der Sache geben. Das kann ich jemandem empfehlen, wenn man bei Spitzke gekommen ist.